Boah, Leute, heute wollen wir darüber reden, was meine Lieblings-Yu-Gi-Oh-Karten aller Zeiten sind. Die Top 10-Liste. Moin Leute, was geht ab? Und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir gucken, was meine Top 10 Lieblingskarten aller Zeiten aus Yu-Gi-Oh! Sind. Das werden überwiegend Oldschool-Karten sein. Da ist die Liste. Und ich musste auch kurz überlegen, was ich welche auf welchen Platz packe und so. Das war ab und zu sehr schwierig. Ja, ich muss sagen, es gibt eine Karte, die neu ist und alles andere sind Oldschool-Karten. Aber hätte man auch denken können, wenn es halt um Top 10 geht. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren eure Top 3 Karten aller Seiten außer Yu-Gi-Oh! Was eure Meinung nach für euch ist. Es läuft ja immer noch das Gewinnspiel bis zum 18. Also bis Sonntag habt ihr noch Zeit, da mitzumachen. Geht auf jeden Fall da mitmachen. Da sind richtig geile Deckboxen sind zu gewinnen. Plus ein Display, das sind 27 Gewinner. Und ich glaube, bis jetzt haben nicht viele mitgemacht. Was eigentlich sehr schade ist, dafür, was man alles hier geschenkt bekommt. Also checkt das auf jeden Fall ab. Macht da auf jeden Fall mit. Wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst einfach mal ein Like da. Abonniert mal den Kanal. Wir sind auf einem guten Weg Richtung 1000 Abonnenten. Und lasst einen Kommentar da, wie ich schon gesagt habe. Und ich lasse euch nicht mehr lange warten. Let's go! So, da sind wir und wir fangen direkt an mit unserer Top 10 und wir fangen mit Platz 10 an. Es werden ganz viele Ghost Rider drin sein, das sage ich euch jetzt schon. Und Platz 10 fangen wir direkt an mit Power Tool Dragon in Ghost Rider, also Werkzeugdrache in Ghost Rider. Ich sage euch, die ganze Ghost Rider Karten von GX Seiten sind wirklich für mich absolut krass geil sind das. Und wie gesagt, ich habe ein anderes Video, habe ich auch schon gesagt, dass ich unbedingt den Stardust und den Black Rose Dragon in Ghost Rider gerne haben möchte. Und hoffentlich habe ich die auch irgendwann. Aber Platz 10 ist auf jeden Fall Power Tool Dragon in Ghost Rider. Mega geil. Ich habe die Karte, besitze ich auch tatsächlich selber. Und das ist halt mega, mega nice. So, gehen wir weiter. Platz 9. Wir haben Platz 9 Jinzo. Platz 9 ist für mich Jinzo. Warum so weit unten? Weil, boah, ich wusste nicht, wo ich den sonst packen soll, weil es gibt so andere Karten, womit ich auch noch sehr viele Erinnerungen habe. Aber Jinzo ist auf jeden Fall eine Karte, die gehört einfach in den Top 10. Glaube ich, für jeder von euch wird das einen Platz finden. Und das ist eine richtig geile Oldschool-Karte. Damals, Tribut, Jinzo, die ganzen Fallenkarten waren schon erstmal weg. Das heißt, man hat meistens die Spiele auch richtig gut mit Jinzo gewonnen. Und das ist eine super schöne Karte, besonders aus Pharaoh Servant in Secret Rare, mega, mega schön. Oder aus der Tin, was ich hier irgendwo oben hier immer stehen habe. Mega, mega schöne Karte. Platz 8, die einzige neue Karte, was in dieser Liste ist, nämlich DPI. Ja, der Destroy Phoenix Enforcer ist wirklich meine absolute Lieblings-Hero-Karte ist es geworden. Ich finde den Artwork super, besonders hier bei diesen Deckboxen sind die auch mit drauf. Für mich sieht das halt, ist eine mega coole Karte ist das und ich finde es sehr, sehr schade, dass ich sie nicht mehr spielen kann, weil Anaconda gebannt ist. Deswegen, ich bin eigentlich auch gar kein Fusion-Fan, die Leute, die mich kennen. Ich spiele zwar Tier-Element-Deck, aber eigentlich ist es nicht mein Lieblings-Archetype, wo ich sage, okay, Fusion, cool, geil. Aber bei DPI auf jeden Fall richtig, richtig geil. Platz 7 ist Black Luster Soldier Envoy of the Beginning. Also nicht der Link-Monster, sondern den ganz OG, was wir auch hier haben. Da ist es auch noch. Die Karte ist einfach super, super cool. Besonders wenn man Gold-Format spielt und wenn die Karte auf dem Feld ist, ist das halt so schwer, diese Karte zu outen. Und wenn die Karte auf dem Feld ist, gewinnt man auch meistens die Duelle im Gold-Format. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool ist das. So, jetzt kommen wir zu Platz 6. Platz 6 ist ganz klassisch Dark Magician. Dark Magician mit Yugi. Warum aber Platz 6? Weil ganz oben sind auch andere Karten, die für mich halt viel, viel cooler und wichtiger sind. Also, Platz 6, Dark Magician, eine ikonische Karte von Yu-Gi-Oh!, von der Anime und einfach richtig geile Artwork ist das. Ich mag die Karte sehr. Platz 5 ist Blue Eyes White Dragon, also blauäugige weiße Drache. Ja, ich mag blauäugige weiße Drache tick mehr als Dark Magician, deswegen ist es auch Platz 5 geworden. Und natürlich auch nur mit OG Prince natürlich und nicht diese ganze andere Kram, was
Nachhinein irgendwann mal rausgekommen sind. Das für, also OG Print finde ich am besten auf jeden Fall von LOB, Legend of the Blue Eyes, Display und ja, das ist eine ziemlich geile Karte, ist das auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr nice. So, Platz 4. Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zu Ghost Rare. Stardust Dragon in Ghost Rare. Das ist halt, also ich finde die Karte sieht so wunderschön aus in Ghost Rare. Es ist unglaublich. Also ich habe andere, ich habe für den aller Raritäten habe ich diese Karte, bis auf Ghost Rare. Und das ist halt ziemlich, ziemlich geile Karte. Und ich hoffe, ich kann diese Karte irgendwann in der Hand halten. Und wenn das soweit ist, dann werde ich es auf jeden Fall zeigen. Platz 3. Platz 3 ist die nächste Ghost Rare Karte. Ist das nämlich der Black Rose Dragon in Ghost Rare. Also, diese Karte ist auch insane schön. Ja, das ist einfach eine ikonische Karte von dem 5D-Side ist das. Und ja, ich glaube, die Karte will jeder eigentlich haben. So eine wunderschöne Karte. Ist einfach so krass geil. Was soll man sagen? Mir fehlt die Karte. Und vielleicht habe ich die auch irgendwann genauso wie der Stardust Dragon in Ghost Rare. Wer weiß. Gehen wir weiter. Platz 2. Wir haben Platz 2 den Dark Magician Girl. Nicht der Ghost Rare diesmal. Tatsächlich nicht die Ghost Rare Karte davon. Sondern die Originalprint von Magician Force MFC in Secret Rare. Die Karte ist, ich finde die Karte so wunderschön in Secret Rare. Das ist einfach unglaublich, wie schön diese Karte ist. Und das für mich halt wirklich die Nummer 2 ist das, was in diese Ranking auf jeden Fall. Und natürlich auch Dark Magician Girl ist auch Waifu, wir wissen alle. Aber allgemein einfach so wunderschön. Irgendwann, vielleicht kann ich irgendwann eine Kopie davon haben, weil die ist auch wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Es wäre auch natürlich sehr, sehr schön, wenn ich die Karte habe. Irgendwo hier die japanische Version, da habe ich da. Aber noch nicht die MFC-Version. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gehen wir weiter. Platz 1. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was Platz 1 ist. Ist auch eine Ghost Rare-Karte. Nämlich der Rainbow Dragon Ghost Rare. Ihr seht ja, da ist ja in PSA 9 habe ich das auch selber. Und ja, das ist für mich die absolute Lieblingskarte. Ist das, weil damals auch Rainbow Dragon ist ja von GX und das war ja mit Jesse Anderson war das. Das war auch einer meiner Lieblingscharaktere aus GX-Zeit und ja, mit seiner Crystal Beast und alles drum und dran. Das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil und deswegen ist das für mich auf jeden Fall meine absolute Lieblingskarte. Ist definitiv Rainbow Dragon in Ghost Rare ist das von Tactical Evolution und am besten auch in First Edition in Englisch. Ist ja da. Das ist wirklich die Karte, die ich wirklich am liebsten habe und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich die Karte besitze zurzeit. Also so gesehen, wenn man die Liste jetzt hoch und runter geht, den Black Luster Soldier habe ich, den Dark Magician habe ich, den Blue Eyes, schwierig, Jinzo habe ich, Dark Magician Girl habe ich, Power Tool Dragon habe ich, Rainbow Dragon habe ich, DBE habe ich und Stardust und Black Rose Dragon fehlen mir. Das heißt, es sind so 4 Karten von den 10, die mir noch in meine Sammlung fehlen. Vielleicht irgendwann kriegen wir die zusammen und dann mache ich ein Video, wo ich die alle 10 dann euch einmal zeige. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach ein Like da, abonniert mal den Kanal, lasst einen Kommentar da mit eure Top 3 Karten, Lieblingskarten aller Zeiten. Bin sehr gespannt drauf zu sehen, was ihr so da hinschreibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein, ciao.